Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Wir haben am Berlin Big Data Center begonnen mit der These oder mit der Überlegung, dass ein Data Scientist eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau ist, was effektiv bedeutet, dass so ein Data Scientist, und die Folie kam ja auch schon vorhin aus der Präsentation bei der GI, auf der einen Seite mathematisch, algorithmische Kompetenzen im Bereich der Datenanalyse, des Maschinenlernens benötigt, auf der anderen Seite aber auch die eher systemorientierten technischen Kompetenzen im Bereich des skalierbaren Datenmanagements. Da ging es ja auch um so Fragen wie Reproduzierbarkeit, Nachvollziehbarkeit, Datenmanagement, Skalierbarkeit und so weiter auf der anderen Seite. Und gleichzeitig aber auch noch Domänenwissen in der Anwendungsdomäne. Und effektiv ist die Feststellung die, dass die eine Variante ist natürlich, Menschen auszubilden, das zu leisten. Und das machen ja auch viele Universitäten und auch Forschungseinrichtungen und auch in Schulen teilweise schon mit Data Scientists Ausbildung. Aber dass das alleine das Problem nicht löst, sondern dass wir Technologien entwickeln müssen, um die Basis an Data Scientists zu verbreiten. Und insbesondere gilt, dass Data Science eigentlich immer noch sehr, sehr schwierig ist, denn die tiefe Analyse von großen Datenmengen erfordert im Wesentlichen immer noch Systemprogrammierung. Das heißt, sieht man in dieser Grafik ja auch, wenn man kleine Datenmengen analysiert und dabei relativ einfache Analysen, also was man so mit relationaler Algebra macht oder Pivot-Tabellen in Excel oder so, dann geht das relativ gut. Wenn man tiefe Analysen auch auf noch kleinen Datenmengen macht, mit Tools wie R, Python, MATLAB, kommt man da auch ganz gut hin. Wenn man auf großen Datenmengen, also mit diesen Vs, die vorhin ja schon auch genannt wurden, Analysen durchführt, gibt es Technologien, sofern die Analysen hinreichend einfach sind. Wenn man aber jetzt komplexe Analysen des tiefen Lernen, des maschinellen Lernens insgesamt oder auch kombinatorische Algorithmen oder so einsetzen will auf großen Datenmengen, dann kommt man sehr schnell in Probleme. Und im Berlin Big Data Center war unsere Vision, genau in diese Richtung Forschung zu betreiben. Das heißt, an dieser Schnittstelle von auf der einen Seite der komplexen Algorithmik, die insbesondere ja durch maschinelles Lernen heutzutage befeuert wird, aber auch schon vor 4, 5 Jahren war das ja ein Thema, auf der einen Seite und dem Datenmanagement auf der anderen Seite. Was effektiv bedeutet, um auf großen Datenmengen die Methoden der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens anzuwenden, muss man die Maschinenlernalgorithmen skalierbar denken. Man muss deklarativ die Probleme beschreiben können, sodass ich nicht beschreiben muss, wie ich etwas genau berechne und auf die Hardware und so weiter genau eingehe, sondern das einfach das Problem beschreiben und dann eine optimale Umsetzung zu haben, so wie es im Datenmanagement ja bekannt ist, aber eben für eher einfachere Analysen aus dem Bereich SQL-Datenbanken und so weiter. Und insbesondere, da fast jeder nicht triviale Datenanalyse-Algorithmus ja iterativ ist, ob das jetzt ein Netzwerk zu trainieren ist oder auch meinetwegen eine Regression durchzuführen oder andere Verfahren, sind es im Wesentlichen iterative Algorithmen. Das heißt, die Frage ist, wie kann man diese iterativen Algorithmen effizient skalierbar verarbeiten? Und in dem Kontext waren die strategischen Ziele und sind die strategischen Ziele des BBDC zum einen im Bereich der Forschung, zum anderen im Bereich der Innovation und zum dritten im Bereich der Aus- und Weiterbildung die Vermittlung und Aufbau von diesen Big-Data-Kompetenzen. Was effektiv bedeutet, wir führen Grundlagenforschung durch, ich komme da gleich auf die einige Ergebnisse. Gleichzeitig in der Innovation versuchen wir, diese Technologien in die Anwendung, in die Praxis zu tragen und natürlich Impulse zu geben für die Aus- und Weiterbildung. Und konkret als Ergebnisse, um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, auf der wissenschaftlichen Ebene sind natürlich wichtige Ergebnisse die wissenschaftlichen Publikationen und auch Preise, die man daraus gewonnen hat. Und da hatten wir in den letzten Jahren einige spannende Ergebnisse. Das erste war ein Paper, das eine Technologie entwickelt hat zur deklarativen Beschreibung von Datenanalyseprogrammen. Das heißt, ich beschreibe, was ich als Ergebnis haben will und nicht, wie es berechnet werden soll, was erlaubt, dann das Ganze automatisiert auf die Hardware umzusetzen und damit die Eintrittsbarriere, die Hemmschwelle für so einen Data Scientist erheblich reduziert. Da haben wir ein System entwickelt, das auch Open Source schon verfügbar ist und da ist eine deklarative Sprache namens Emma, mit der man das spezifizieren kann, die automatisch optimiert wird. Das Ganze hat einen sogenannten Research Highlight Award von der ACM SIGMOD erhalten. Wir hatten dann im Bereich der Anwendungen für Quantenchemie hatten wir mit tiefen Netzen ein Paper, das unter den Thomson Highly Cited
mit Top Papers ist, ein Emmy, was ja auch nicht eine übliche Auszeichnung ist, sage ich mal, für Informatiker, ein Technik-Emmy für die Methoden der Bildverarbeitung und Standardisierungsverfahren der. Gleichzeitig auch im Bereich für HPC-Bibliotheken und auch natürlich zu Demos. Also das sind so die großen Ergebnisse, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr und da können Sie auf unserer Webseite auch Dinge sehen. Ein weiteres Thema, das ja schon genannt wurde, das auch Herr Lukas schon genannt hatte, ist das Open-Source-System, das wir maßgeblich gestaltet haben in den ersten Versionen. Apache Flink, das zum einen inzwischen eine recht große internationale Community erfahren hat, also was Sie auf der linken Seite sehen, ist die Anzahl der Nutzer, die so in Meetups bei Apache Flink teilnehmen, weltweit. Das sind die Zahlen dabei in den jeweiligen Ländern, das heißt, das ist eine relativ aktive Meetup-Community. Inzwischen ist es sogar mehr, diese Zahlen sind vom letzten Jahr, ich glaube, inzwischen sind es über 20.000. Und was auch ein weiterer Punkt ist, ist ein Open-Source-System, ist ein Apache-Top-Level-Projekt, das relativ zügig auch die Phase von Inkubation auf zu Top-Level-Projekt erhalten hat und inzwischen über 300 Entwickler dran arbeiten. Das heißt, das sind also nicht Leute, die das System nutzen, die Technologie nutzen, sondern es sind Leute, die das wirklich weiterentwickeln, aktiv weiterentwickeln. Und gleichzeitig ist auch eine relativ umfangreiche Zahl von Unternehmen und natürlich auch Forschungseinrichtungen, die das System nutzen. Also einige der größeren Nutzer, die Flink verwenden, sind hier mal rechts angetragen. Herr Lukas hat ja auch schon ein paar genannt mit Alibaba, Zalando, aber auch Netflix oder Capital One oder Börse Telekom oder Otto sind da zu nennen unter anderem. Gleichzeitig ist natürlich ein wichtiger Aspekt vom Kompetenzzentrum, Transfere zu leisten in die Forschungs-Community. Und zum einen gerade in Zusammenarbeit ja mit dem Smart Data Forum, das ja auch von meiner Gruppe geleitet wird, haben wir da verschiedenste Aktivitäten durchgeführt, insbesondere auch gemeinsam mit dem Zentrum SCATS eine gemeinsame Sommerschule, die auch dieses Jahr wieder stattfinden wird zu Big Data. Gleichzeitig gab es auch Innovationsbefruchtungen, auch wiederum konkret mit SCATS im Bereich der Verarbeiten von Graphen und auch im Kontext vom Smart Data Innovation Lab, wo ja Kooperationen stattfinden, weil diese Flink-Technologie zum Beispiel da auch eine Rolle spielt. Auch auf europäischer Ebene, da gibt es ein Netz von Network of Excellence von europäischen Kompetenzzentren, das sehr stark auch vorangetrieben wird von dem NoCenter in Graz. Und in dem Kontext sind wir aktiv, aber auch in der Big Data Value Association und haben Gespräche mit dem Turing-Institut und Austausch und Treffen. Und auch auf internationaler Ebene haben wir inzwischen Memorandum of Understanding. Wir arbeiten da mit dem RIKEN Center for Advanced Intelligence in Japan zusammen, aber auch mit dem Qatar Computing Research Institute haben wir gerade ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Und gleichzeitig lebt zum Kompetenzzentrum natürlich von dem wissenschaftlichen Austausch und den Besuchern. Also wir hatten da auch einige ranghohe Besucher. Also der Herr Zuckerberg ist nicht nur beim Senat, er war vor ein paar Jahren auch mal bei uns. Da hat er, glaube ich, über angenehmere Themen sprechen können als heute. Gleichzeitig auch Eric Schmidt von Alphabet oder Satya Nadella von Microsoft, aber natürlich auch viele weitere, die regelmäßig hier in Berlin uns besuchen, mit denen wir hier interagieren. Zum einen im BBDC, aber auch auf dieser Fläche im Smart Data Forum, die Sie ja heute Abend noch sehen werden. Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist es natürlich, die Menschen zu sehen. Und in dem Kontext, was wir bisher gemacht haben, wir waren in der Lage, das hatte Herr Lukas ja auch schon angesprochen, einige Top-Talente nach Deutschland insbesondere und konkret natürlich nach Berlin zu holen. Zwei neue Kollegen, die vom MIT kamen und jetzt eine Professur auch an der TU Berlin jeweils haben, der Herr Abedian und der Smarag Dakis, aber auch weitere, die in dem Kontext von Big Data dann mit uns zusammenarbeiten, Herr Rabel und Herr Konrad. Und gleichzeitig haben wir auch aus dem Berlin Big Data Center heraus einige Wissenschaftler auf Professorenstellen heben können. Da ist hier eine Liste unten und es gibt auch noch ein paar weitere. Und wir haben gerade auch noch eine weitere neue Professorin für uns gewinnen können, Begum Demir, die mit einem EAC-Grant zu uns gekommen ist, die im Bereich Big Data und Earth Observation arbeitet. Was vielleicht noch wichtig ist, jetzt zum Blick in die Zukunft, also in der Vergangenheit, also wir haben diese Technologien zur Nutzbarmachung von Big Data erforscht, an dieser Schnittstelle von maschinellem Lernen und Datenmanagement, waren da vielleicht sogar ein bisschen nach unserer Zeit voraus, weil heute natürlich maschinelles Lernen auch durch die neuen Kompetenzzentren eine große Rolle spielen wird. Wir hatten das da eigentlich schon als Kern mit drin und tragen das natürlich dann auch in die nächste Phase. Und in der zweiten Phase des Berlin Big Data Center geht es bei uns natürlich um eine konsequente Fortführung der
Themen der ersten Phase. Das heißt also, diese Schnittstelle ML und Datenmanagement steht im Kern, diese beiden Welten zu verheiraten, diese Disziplinen zusammenzubringen, um zum einen natürlich die Datenmanagement-Seite in das maschinelle Lernen zu bringen, damit maschinelles Lernen zu industrialisieren und einfach nutzbar zu machen und zum anderen hier auch neue Algorithmen zu erforschen. Insbesondere geht es aber dabei um Fragen wie weitere innovative Anwendungen. Im Berlin Big Data Center sehen wir uns ja da Materialforschung an, wir sehen uns an Informationsmarktplätze und haben jetzt also ein weiteres Anwendungsfeld hier auch Medizin, informationsbasierte Medizin noch stärker herausgestellt, in Zusammenarbeit mit der Charité. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lukas hat es auch schon angesprochen, man muss Big Data natürlich immer im Kontext der Anwendung sehen. Dann geht es darum, dass wir ja immer mehr mit Heterogenität zu tun haben der Daten und insbesondere auch Verteilung, auch geografisch verteilten Daten, unter anderem auch in verschiedenen Rechtsräumen mit vielleicht verschiedenen Datenschutzgesetzen und so weiter. Das heißt, wie kann ich diese Daten integrieren und auch wiederum möglichst automatisiert durch Tools? Das heißt, dass ich Daten aus verschiedenen Rechtsrahmen zusammenführen kann und dann trotzdem Analysen durchführen kann, obwohl vielleicht gewisse Einschränkungen in einer Region herrschen, aber trotzdem ich die Analyse rechtskonform durchführen kann. Das sind interessante Fragen, was man da für technische Enabler braucht. Gleichzeitig ist ein großes Thema immer mehr natürlich Entscheidungen in Echtzeit durchzuführen. Das heißt, so inkrementelle Analyse, Stream Mining, Stream Learning sind da so die Buzzwords. In dem Bereich haben wir einige Arbeitspakete in der Forschung. Und ein ganz wichtiger Punkt, da werden wir später wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber sprechen im Panel, und wir haben hier auch ein Paper dazu erstellt, das ausgelegt wird zu dem Thema Datensouveränität. Denn ein ganz wichtiger Punkt ist es, Datensouveränität zu erreichen. Und Datensouveränität hat ein paar Dimensionen. Das eine ist natürlich Datensouveränität für ein Individuum, was effektiv bedeutet, wir müssen sicherstellen, dass wir der Souverän unserer Daten sind. Das spielen so Fragen wie informationelle Selbstbestimmung natürlich eine Rolle. Aber auf der anderen Seite auch Datensouveränität als nationale oder europäische Frage im Vergleich zu jetzt China, USA und so weiter, was ja gerade auch mit den Facebook-Diskussionen und anderen momentan eine Rolle spielt. Das heißt, was kann man da tun? Was kann man tun? Das sind einige politische Dinge. Es gibt aber auch technische Aspekte dazu. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich dabei auch, wurde ja auch schon genannt, Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeit und so weiter, um mit den Daten ja effektiv umgehen zu können. Und ein weiterer wichtiger Aspekt sind Fehler- und Leistungsanalyse von den Systemen. Das heißt also heterogene Verteilung, Umgang mit vielen Datenquellen, potenziell Millionen von Sensoren in Echtzeit, mit den Fragestellen Datenschutz, Datensicherheit, Leistungsanalyse. Das sind so die neuen Themen, die zusätzlich zu der insgesamten Fragestellung, wie kann ich große Datenmengen mit diesen drei Vs effizient verarbeiten und bei diesen komplexen Tiefenanalysen durchführen, was wir ja schon seit über 4 Jahren machen und auch schon diese Ergebnisse produziert haben. So viel zu den Schwerpunkten und dann noch die Frage, wer soll das sein, wer macht das? Also im Berlin Big Data Center haben wir in der zweiten Phase einige neue Principal Investigators dazugenommen und die Liste ist jetzt hier aufgeführt. Ich werde jetzt hier nicht die einzelnen Personen im Detail besprechen, da haben wir auch gar nicht die Zeit dafür, aber Sie finden natürlich auf unseren Webseiten weitere Informationen dazu und gerade wenn die zweite Phase dann aktuell ist, werden wir natürlich auch die neuen Themen noch herausstellen. Also wenn ich zusammenfasse, was das Berlin Big Data Center bisher geleistet hat, ist im Wesentlichen Grundlagenforschung, wo wir wirklich, glaube ich, auf der Weltspitze Ergebnisse produziert haben, haben dadurch auch entsprechende Preise gewonnen. Aber das alleine reicht nicht. Es geht ja nicht nur um die Forschung, es geht auch um die Innovation. In der Innovation haben wir Technologien entwickelt, wie das Apache Flink-System, das inzwischen weltweit anerkannt ist und auch von den Big Players eingesetzt wird. Also auch Google zum Beispiel hat es im Rahmen des Google Cloud Data Flow ja im Einsatz. Die anderen Firmen hatte ich schon genannt. Und gleichzeitig natürlich auf der Ebene der Ausbildung, wo wir insbesondere Professoren natürlich hier geschaffen haben, beziehungsweise auch neue Professoren gewonnen haben, aber auch Lehrveranstaltungen zu Big Data anbieten. Und sehr eng zusammenarbeiten natürlich mit unserem Schwesterzentrum, dem Zentrum in Dresden-Leipzig, SCATS, sowohl auf der wissenschaftlichen Ebene im Bereich Graphanalyse als auch auf der Ebene der Ausbildung durch Sommerschulen und so weiter. Und auf diese Weise den Standort Deutschland in Big Data stärken, auch in Zusammenarbeit natürlich mit den Programmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, wo wir auch in einigen Projekten beitragen und auch im BMBF, insbesondere auch im Rahmen der Flink-Technologie, aber nicht nur, sondern auch mit anderen unserer Themen, wie dieser MR-Sprache und so weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Volker.
heute ein bisschen von Dresden, Leipzig, vom SCATS berichten zu können. Grundsätzlich habe ich gerade, nachdem wir diese schönen Punktwolken gesehen haben bei Taxifahrten und sowas, habe ich mich erinnert gefühlt. Big Data 2013 kam die vier Wies und all das, was an Diskussion kam. 2004 haben wir in Dresden einen Supercomputer für 15 Millionen beantragt und haben gesagt, als Zentrum für datenintensives Rechnen. Das kam so aus der Gelegenheit, dass die rechnen können, aber typischerweise nicht so schnell Daten laden können. Und das erinnert mich aber, dass wir auch da nicht angefangen haben. Mir ist vor kurzem durch Zufall fast eine schöne Landkarte mit Punkten in die Hände gefallen, nach einem Hinweis. Und zwar ein Stadtteil von Hamburg, eine Stadtkarte von Hamburg. Und da gab es im Prinzip ganz viele schwarze Punkte drauf in dieser Stadt. Und die Karte kann man tatsächlich downloaden. Sie ist ein digitalisiertes Buch von 1893. Und genau gesagt gab es da eine Grenze, eine Straße. Und darüber waren ganz viele Punkte, ungefähr 9500. Und unten drunter waren etwa 100. Damals war Hamburg geteilt. Der obere Teil war die freie Hansestadt Hamburg. Und da wurde ganz viel diskutiert, schon damals. Und es war schön, dort zu leben. Und auf der anderen Seite, da drunter war Altona. Das war auch nett, aber die waren Preußen. Und jetzt, was waren die Punkte? Das waren Cholera-Tote. Es war die letzte große Cholera-Epidemie. Und Robert Koch ist damals tatsächlich eingeladen worden, weil man wissen wollte, woran liegt denn das, dass an dieser Straße im Wesentlichen die Grenze ist, wo auf der einen Seite alle Toten sind, auf der anderen Seite, ja, im Wesentlichen nichts war, nicht viel. Und es lag daran, dass Preußen 3 Jahre vorher gesagt hatte, ach, da gibt es jetzt für die Trinkwasserversorgung diese Sandfilter, die bauen wir mal ein. Und die Hansestadt diskutierte, ob das eine lohnenswerte Investition ist. Und insofern ist es manchmal gut, wenn das BMBF einfach sagt, das machen wir jetzt so, damit irgendetwas passiert. Und manchmal ist es 120 Jahre danach interessant, in solchen alten Schätzen zu stöbern und festzustellen, Big Data gab es schon immer, aber damals war das Big ein bisschen kleiner. Und Robert Koch musste kommen, um im Prinzip rauszufinden, woran das alles lag. Insofern habe ich den Vortrag jetzt ein bisschen geändert, aber ich denke mir, das war vielleicht ganz interessant. Auch damals schon hat man Informationen rausgezogen aus Punkten. Und heute können wir das noch viel besser. Aber ehrlich gesagt, wir haben unendliche Schätze und wir müssen noch viel mehr Daten rausziehen. Und wenn Sie genau hinschauen, ist ja das Big Data-Thema ein wichtiges Thema. Aber Informationsinfrastrukturen, also das, was im Prinzip die Universitäten, die Forschungseinrichtungen produzieren und wie wir unsere Daten speichern, ist ein mindestens genauso wichtiges Thema, wo wir eben Datenmanagement lernen müssen und im Wesentlichen Annotierung von Daten, sodass wir sie auch wiederfinden und nicht auf ganz vielen Daten sitzen, wie wir es eben gehört haben bei der ESA und im Wesentlichen nicht wissen, wie wir sie lesen können. SCATS Dresden Leipzig. Was Sie im Prinzip sehen, ist unsere der kleinere Kreis, wir haben im Wesentlichen 27 Associate Partners. An 4 Institutionen ging das Geld und die anderen fanden es aber so interessant, dass sie eigene Ressourcen reingesteckt haben, um das Thema weiter zu bewegen. Und das ist im Wesentlichen das, was wir in den letzten Jahren als Kontakten und Zusammenarbeiten in Science und Industrie machen konnten. Da gibt es große Firmen drauf. Natürlich ist IBM dabei und wir hören ja nachher noch etwas davon, aber eben auch viele, viele andere, wo wir im Wesentlichen wirken konnten an der einen oder anderen Stelle und insbesondere natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit dem BBDC und dem ESTIL-Zentrum. Das ist der internationale Outreach, 120 Publikationen, 200 Talks weltweit. Wir sind eine große Community und insofern ist das auch ein bisschen leichter, größere Zahlen zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es eine internationale Sichtbarkeit, die wir an dieser Stelle haben. Und man muss natürlich fairerweise sagen, auch hier gibt es bei uns Awards, die wir eingeworben haben, aber wir freuen uns natürlich auch über jeden Award, der an anderen Stellen in diesem Thema für Big Data und Machine Learning gewonnen werden kann, weil es ein wichtiges Thema ist, was uns eigentlich in der gesamten Gesellschaft bewegt und die Zentren sind nur repräsentative Akteuren in diesem Feld.
Wir haben uns 5 Themen gegeben, in denen wir insbesondere mit Anwendern zusammen die Grundlagenforschung und die erweiterte Forschung machen. Es ist also nicht so fokussiert, wie das in Berlin ist, wo man im Wesentlichen sagt, wir wollen dieses zu einem weltweit genutzten Tool machen, sondern wir versuchen im Prinzip zusammen mit Anwendungsfeldern die Computerwissenschaft weiterzuentwickeln. Wir haben uns zu den Themen Life Sciences, Digital Humanities, die Umweltwissenschaften und Verkehrswissenschaften, Material and Engineering Sciences und dann auch die Business Data vorgenommen und haben in jedem dieser Bereiche PIs, die also zusammenarbeiten mit den entsprechenden Fach-Communities, die auch an den Sites sind, aber Sie sehen ja internationaler Outreach, die Probleme kommen auch von draußen. Und natürlich müssen wir auch Grundlagenforschung machen. Wir haben das Gradup als Large-Scale Graph Analytics System von Leipzig, insbesondere von Herrn Rahm, der auch hier mit im Raum ist, vertreten wird. Wir gucken uns Infrastrukturen an, insbesondere auch, wie das zusammenpasst mit dem HPC und ehrlich gesagt, das geht eigentlich recht gut. Wir haben uns natürlich auch als Thema Life Science, Lifecycle und Workflows kräftig engagiert, weil das ist ein wichtiger Punkt. Sie müssen im Wesentlichen die Anwender natürlich führen. Er will nicht jedes Mal die Welt neu erfinden, sondern es muss einfach sein, damit er im Wesentlichen seine Daten rauskriegt. Wir haben eine holistische Datenintegration, insbesondere auch mit Privacy-Diskussionen in der Aktion. Visual Analysis ist ganz wichtig. Sie müssen im Wesentlichen manchen Sachverhalt auch wirklich zeigen können, genauso wie man manchmal auf den Karten diese Punktwolken, aber häufig ist es halt komplizierter und Sie brauchen 3D-Visualisierung und dafür haben wir Kollegen, die das tun. Und dann geht es natürlich um Knowledge Extraction, das heißt, wie kriege ich das Wissen aus diesen Daten heraus? Wir arbeiten an Services, wir haben eine gute Reihe von Demonstrators und ich will jetzt, weil ich den Anfang gemacht hatte, relativ schnell rübergehen, sondern eher Ihnen sagen, was ein wichtiger Punkt im Moment ist. Wir haben zusammen mit unserem Freistaat und dem Bund über den Wissenschaftsrat eine HPC-Infrastruktur bereits installiert, 2015, das war kurz nach Beginn des SCATS Dresden-Leipzig. Aber manchmal braucht man auch ein Haus drumherum. Und das haben wir 2010 begonnen. Und die Maschine hat 15 Millionen Euro gekostet, aber das Haus drumherum 50. Und ehrlich gesagt, da kommt jetzt mehr. Die DLR stellt gerade 20 Millionen rein. Wir sind gerade im Bereich Data Analytics, gefördert vom Wissenschaftsministerium und auch vom BMBF, dabei 10 Millionen in den Bereich Data Analytics zu stecken. Das heißt also, Machine Learning Komponenten zu machen, die explizit der deutschen Wissenschaft kostenfrei zur Verfügung stehen, nach wissenschaftsgeleiteten Verfahren, auch für alle Projekte, die hier in der Förderung sind. Und ich denke mir, das ist ein gutes Zusammenwirken, dass man zum einen die Beratung hat und die Forschung, aber zum anderen auch die Infrastruktur, um es anwenden zu können. Wir haben eine sehr gute Beziehung zum BBDC, zu Abida. Es ist klar, dass im Prinzip die Gauss-Allianz eine Rolle spielt. Wir sind eines dieser Gauss-Allianz-Zentren, wo alle Supercomputing-Zentren in Deutschland zusammengefasst sind. Das Smart Data Innovation Lab ist da, genauso wie eben die entsprechenden BMBF und BMWI-Calls, die im Prinzip bei uns rechnen dürfen und Beratung bekommen. Und insbesondere haben wir eben auch Services explizit für diese Projekte aufgebaut. Mehrere Events und ein eigenes Gastprogramm. Wir haben im Wesentlichen 30 Experten in Gastprogrammen über SCATS Dresden-Leipzig Förderung einladen können. Insbesondere auch 6 mittlere und 3 langfristige Stays. Wir haben Big Data All-Hands Meetings gemacht. Wir haben 3 internationale Summer Schools gemacht. Auf die letzte komme ich noch. Wenn Sie sehen, wir haben auch ein Big Data Industry Forum gemacht in Leipzig. Es ist also Outreach an vielen Stellen bei uns mit Bestandteil der Aufgabe. Und das sind dann solche Gruppen. Das war 2016. Das ist 2017 gewesen, wo wir es am Leibniz Rechenzentrum in
München gemacht haben. Und ehrlich gesagt, ja, es gibt auch wieder eine vierte. Das ist die in diesmal zusammen organisiert zwischen BBDC und SCATS Dresden-Leipzig. In Leipzig organisiert wird vom 30. Juni bis Anfang Juli ist das Hackathon und danach die Summer School. Und ja, ich erwarte natürlich, dass Sie alle auf diese Webseite schauen und am 15. April morgens um 8.30 Uhr versuchen, sich anzumelden. Vielleicht wissen Sie es und sagen es auch einem Mitarbeiter. Die Ausbildung ist ein wichtiger Punkt. Es gibt im Computational Science Master einen Big Data Track in Leipzig. Wir sind aber im Augenblick dabei, gerade im Rahmen der zweiten Phase tatsächlich gemeinsam zu versuchen, dass die Ausbildung noch auf sehr viel breitere Füße gestellt werden kann. Dazu braucht man an Universitäten Zeit. Die ist aber inzwischen verstrichen, sodass wir an der Stelle sehr froh sind, dass wir neben dem, was wir im Bereich PhD-Seminare, Summer Schools, Trainings, was wir da schon alles tun, jetzt auch gemeinsame Studiengänge an dieser Stelle anbieten werden, die uns auf Dauer natürlich mehr wissenschaftlichen Output generieren können. Denn wir brauchen im Prinzip auch für die Industrie am Ende Leute, die davon etwas verstehen. Wir haben eine Ringvorlesung gemacht und wenn Sie genau hinschauen, in der zweiten Phase haben auch wir zwei weitere Partner hinzugenommen. Neben dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und dem Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie sind jetzt hinzugekommen Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, neben Universität Leipzig und Technischen Universität Dresden. Vernetzung, wie gesagt, über HPCDA, also Data Analytics als Schwerpunktförderung, 10 Millionen in Hardware, geht es auch in das Lehmann-Zentrum hinein. Das DLR-Zentrum ist im Wesentlichen als Software-Institut gegründet worden in Dresden, knapp 100 Mitarbeiter auf Dauer und wird im Prinzip auf dem Campus sehr eng mit uns zusammenarbeiten. Eine HPC-Infrastruktur für diese Aufgaben in Höhe von 20 Millionen wird in diesem Jahr Beginn nächsten Jahres installiert. Wir haben aber auch den Smart Infrastructure and Smart System Hub gewonnen als Initiative des BMWI, wo wir eine enge Kooperation haben. Und dort geht es insbesondere in Dresden um das Thema Internet of Things. Und da fallen natürlich auch entsprechend viele Daten an. Wir werden uns auf 12 Ziele für die zweite Phase konzentrieren. Und ich würde jetzt nicht mehr beliebig viel Details davon bringen, aber wir haben einen klaren Plan. Wir wollen insbesondere ein Outreach machen in die wissenschaftlichen Communities hinein, sehr viel stärker, als das bisher schon möglich war, weil jetzt auch die Ressourcen installiert sind und damit Ressourcenzugang auch mit einer besonderen Qualität für Big Data zur Verfügung steht. Wir werden im Wesentlichen schauen, dass wir noch mehr Publikationen haben, sodass man auch draußen darüber lesen kann. Wir halten das Service Center für eine der besten Ideen, die wir hatten. Wir sind sehr häufig gefragt an ganz vielen Stellen und geben einfach auch mal mit einem kurzen Besuch Informationen und Dienste und Algorithmen, Methoden weiter. Sowohl das Flink kann man bei uns machen, wie auch Hadoop, wie auch alles andere, was im Prinzip an dieser Stelle da ist. Wir entwickeln das nicht weiter, sondern die Kollegen von Berlin installieren das bei uns und damit steht es zur Verfügung. Beraten können wir dazu auch und wenn es tiefer gehende Fragen gibt, geht das gleich nach Berlin. Es ist so, dass wir in der Summe eine gute Menge von weiteren Projekten akquiriert haben. Aber natürlich wünscht man sich immer noch mehr. Und ich denke mir, das ist auch ein Thema, wo man langfristig sehr viel mehr investieren muss, wenn man im Prinzip die Breite kriegen kann. Wir haben jetzt die Kernkompetenz entwickelt. Und jetzt muss man schauen, wie man das in den nächsten Jahren dann in die Breite tragen kann. Insofern möchte ich an dieser Stelle aus Zeitgründen Schluss machen und wünsche Ihnen natürlich noch eine gute Veranstaltung. Wir sehen uns später vielleicht nochmal. Danke. So, dann will ich jetzt mal den Abschluss und versuche es dann auch nicht so sehr in die Länge zu ziehen, denn ich stehe jetzt irgendwie vor der Pause und genau. Ich erzähle was über Smart Data Innovation Lab. Mein Name ist Michael Beigel, ich bin vom KIT und Sprecher des Smart Data Innovation Lab. Da das zum Teil bekannt ist, aber vielleicht der ein oder andere das doch noch nicht im Detail kennt, habe ich noch ein paar Folien, was unsere Ziele sind und wer wir überhaupt sind.
Das Ziel des Smart Data Innovation Lab war immer die Beschleunigung von Smart Data Analytics und die Beschleunigung der, also zu forschen, wie kann man den gesamten Prozess beschleunigen. Ja? Beschleunigen die Analyse, beschleunigen den Einsatz, ja? Was sind die Methoden, insbesondere die Methoden aus der Informatik, die dazu verwendet werden müssen, damit das funktionieren kann. Wir betrachten dazu die gesamte Schöpfungskette, nicht? Und das beginnt sehr früh, ja, schon bevor überhaupt ein Bit fließt, und endet sehr spät. Ja, wir haben eben was über Visual Analytics gehört und so weiter. Das sind natürlich auch Dinge, also der Präsentation, aber auch tatsächlich, was passiert dann in den Köpfen, was kann dann weiterverwertet werden in einem Unternehmen oder was sind dann die interessanten Dinge, die da verwendet werden. Wir sind ein Konsortium, hier gibt es auch wieder eine Menge Icons, es sind inzwischen noch viel mehr, aber irgendwann kann man es gar nicht mehr erkennen, das Smart Data Innovation Lab ausmachen. Wir sind eine Community von Partnern, wobei da es ein bisschen Unterschiede gibt, da komme ich gleich später nochmal drauf, zwischen den Partnern, die sich zusammengeschlossen haben, um diese Beschleunigung der Smart Data Analytics ein bisschen zu bearbeiten. Und was man dazu braucht, sind natürlich zum einen mal die Daten. Das heißt, also, man braucht Partner, die haben einfach Daten. Und einige davon sind diejenigen, die die Daten liefern. Man braucht die Plattform, damit man überhaupt das betreiben kann. Das sind Plattformbetreiber und natürlich auch offene Plattformen. Und man braucht natürlich die Algorithmen und die Werkzeuge und das sind dann in der Regel die Forschungspartner, die da einen Beitrag steuern und das kumuliert dann alles in der Mitte in dem Smart Data Innovation Lab. Das heißt also 2, 3, 4 Partner finden sich, machen zusammen ein Projekt, analysieren die Daten, da kommen neue Erkenntnisse, neue Daten raus, die gehen dann wieder zurück in den Pool und so weiter und so fort und das ist das Prinzip hinter dem Smart Data Innovation Lab. Damit das funktionieren kann, haben wir natürlich auch ein bisschen Struktur und eben auch Plattformen, wie schon vorhin erwähnt. Unsere Besonderheit hier ist vielleicht, dass wir eine Reihe auch kommerzieller Systeme parallel zu den offenen Systemen aus der Apache Foundation anbieten, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Das heißt, bei uns, wir sind gefördert durch das BMBF, was sehr erfreulich ist, haben wir sozusagen aber auch noch eine In-Kind-Förderung der Industrie im Sinne von Plattformgaben, die von der SAP, der Software AG, IBM und jetzt neuerdings auch Huawei kommen, die genutzt werden können, auch parallel genutzt werden können, um Plattformvergleiche zu machen und oder um ganz verschiedene Arten von Analytics-Projekten durchzuführen. Der Zugriff ist kostenlos, auch bei uns und relativ entspannt. Also normalerweise brauchen Sie 2, 3 Minuten, um das Formular auszufüllen und dann müssen Sie noch einen kleinen Augenblick warten, dass wir alles verifiziert haben und dann dürfen Sie schon rechnen. Wir haben jenseits dessen auch noch die Smart Data Innovation Communities, in denen Sie sich, wenn Sie möchten, als Partner dann auch austauschen können. Und zwar haben wir die zu den Themen Smart Infrastructure, da gehört Energie, aber auch Verkehr dazu. Zur Industrie 4.0, das ist die größte Community im Übrigen, weil wir eben im Südwesten sind. Und das ist die Medizin. Und da findet eine Menge Austausch statt. Da wird diskutiert, was sind die realen Daten, was sind die realen Probleme. Da gibt es Erkenntnisaustausch, da wird auch wieder Dinge, werden auch wieder Erkenntnisse zurückgespielt, die dann auch von anderen genutzt werden können. Wir haben darum, und das ist sehr wichtig, aber noch etwas weiteres, nämlich ein Rahmenwerk. Und das Rahmenwerk geht ein bisschen über die Informatik raus. Wir haben tatsächlich auch Juristen bei uns an Bord, ja, die das bearbeiten. Wir haben Spezialisten für Sicherheit, die absichern, dass das, was wir hier tun, auch legal ist, ja, was nicht ganz so einfach ist, ja. Dass es trotzdem schnell geht, ja, das heißt, wir haben Standardrahmenwerke, auch für Verträge, für verschiedene Konstellationen, die wir vorhalten, um diese Beschleunigung hier am Anfang schon gewährleisten zu können.
Dazu kommen natürlich noch die ganzen anderen Werkzeuge, insbesondere auch die zur Kuratierung von Tools. Lifecycle ist eben schon angesprochen worden, ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, wo wir uns jetzt noch mehr damit beschäftigen müssen. Aber auch die sonstigen Rahmenwerkzeuge, natürlich die Algorithmen und das Wissen als solches, auch das kann man hinterlegen. Im Zentrum aber von dem, was wir machen, stehen die Daten. Die Daten sind eigentlich das Allerwichtigste. Wir haben mit Data-SDLDE so eine Datenvermittlungsplattform für nicht offene Datensätze. Da kommt man auch eigentlich nur ran, wenn man eben Mitglied ist. Im Gegensatz zu den ganz offenen Datensätzen, nicht? Also, weil bestimmte Datensätze kann man nicht öffnen. Ja, das geht juristisch einfach schon gar nicht. Und dann ist die Frage, wo sind die, wie kann man überhaupt wissen, dass die existieren und wer darf zugreifen? Und das wird da gelöst. Wir bieten eine Kuratierung der Datensätze an. Wir haben ja die Fraunhofer, Herr Wrobel ist ja hier auch dabei, die das übernehmen. Wir haben übrigens Datensätze, nur wenn sich jemand fragt, was sind die Datensätze, um die es bei uns geht, das ist alles. Ja? Also von Kilobyte bis Petabyte haben wir ganz verschiedene Datensätze, die bei uns gespeichert werden und bearbeitet werden und dann auch im Zweifelsfall auch wieder gelöscht werden. Wir haben eine Ontologie verwendet, die mit dem Industrial Data Space auch abgestimmt ist und die etwas adaptiert ist an die SDL-Bedürfnisse. Es wurden 50 Projekte inzwischen durchgeführt. Projekte sind immer zusammen mit der Industrie. In extrem unterschiedlichen Formaten, Projektbudgets aus allen Quellen, die man sich vorstellen kann. Viele dieser Teilprojekte sind auch über SDSCBW, da gehe ich später nochmal drauf ein. Das ist eine spezielle Konstruktion, die das Ganze etwas beschleunigt, wenn man da Analytics macht. Zunächst aber möchte ich mal ganz kurz einen Blick werfen, was sind die eingesetzten Plattformen. Die Folie ist nicht ganz fair, insofern, dass zum Beispiel Flink noch gar nicht gestartet ist, als die Umfrage gemacht worden ist und deshalb da keinen Balken gibt, was natürlich gar nicht geht. Weil natürlich gibt es ein Interesse an Flink. Was sind die eingesetzten Plattformen? Was man aber so sieht bei den Plattformen, die tatsächlich am Laufen waren, ist, dass wir von den Plattformen, der Plattformanbieter, auch der offenen Plattformen, ja, also eher ein ausgeglichenes Bild haben, was tatsächlich verwendet wird. Aber bei den Sprachen wir eine klare Präferenz haben, was tatsächlich interessant ist, offensichtlich für Entwickler. Und ich möchte hier nochmal betonen, das sind also nicht nur Entwickler von uns, da die Projekte von beliebigen Partnern gemacht werden, ich werde es gleich in der nächsten Folie zeigen, und wir dann nur der zur Verfügungsteller des Labs sind, ja, heißt das nicht, bloß weil unsere Leute können nur Python programmieren, deshalb ist der Python-Button Balken gerade so groß, sondern es ist tatsächlich wesentlich breiter gestreut. Drei Projekte, Beispielprojekte habe ich dabei, um mal so ein bisschen die Breite auch zu sehen, die eine ganz unterschiedliche Zielsetzung haben, deshalb auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Man sieht da so ein bisschen die Spannbreite, die wir tatsächlich in diesem Bereich Data Analytics haben. Und es ist natürlich super erfreulich, wenn jetzt mehr Geld in diesem Bereich dann zur Verfügung steht, denn wir haben noch einen sehr, sehr hohen Forschungsbedarf. Ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig, um diese Breite auch da forschungsmäßig begleiten zu können. Das erste Projekt, links oben, DFKI und IBM waren hier Partner, ist eine Anbindung des Industrie 4.0 Testbeds quasi an Big Data. Ja? Und wie man das realisiert, damit das eine integrierte Lösung sozusagen darstellt, damit man schnell Datenanalyse über solche industriellen Testprozesse machen kann. Das ist ein Projekt gewesen. Weiter unten sieht man eine Kooperation zwischen ABB und KSRI. Hier ging es darum, Industriedienste, ja, sozusagen zu verbessern mit Data Analytics Methoden. Das ist also ein gesamtes Ökosystem von Systemen, was hier zusammengeschlossen wird. Das ist auch wieder ein völlig anderer Aufbau, auch wieder völlig andere Art, wie die Daten fließen, wie sie aufbereitet werden müssen, damit wir zum Schluss die Analytics und dann das Wissen daraus generieren können. Und das dritte rechts unten, da ging es nur um einen Maschinentyp, um den zu spezifizieren, was bestimmte Eigenschaften dieses Maschinentyps sind, und zwar ganz kalt, nur aus den Daten. Ja? Und das sind völlig verschiedene Dinge,
sozusagen, die man in diesen Projekten tut. Und man sieht dann auch der Anspruch natürlich, dass das eine Werkzeug oder die Werkzeuge, das eine Werkzeug, das alles leisten kann, das ist nicht zu erfüllen, sondern man braucht eine Vielzahl davon. Ich hatte schon vorhin erwähnt, es gibt eine spezielle Form sozusagen von Projekten, auf die ich ganz kurz noch eingehen möchte, die Smart Data Solution Center Projekte in Baden-Württemberg. Das ist ein Projekt, gefördert von der Landesregierung und gilt sozusagen als Projekt im Smart Data Innovation Lab. Und innerhalb dieses Projektes führen wir Ein-Monats-Projekte durch. Das heißt, wir machen eine Analytics in einem Monat für die Mittelständler, die da sozusagen antragsberechtigt sind und diese Leistung abrufen dürfen, auf Basis vorhandener Daten. Was sehr interessant ist, weil wir bekommen dann eine sehr große Varianz von Daten und das hilft uns auch zu verstehen, wie die Werkzeuge, die wir da entwickeln, gestaltet dann sein müssen. Das schaffen wir in der Regel auch, wobei die Vorbereitungsphase, Preparation steht da unten, da steht First Contract. Und First Contact heißt oft auch First Contract, ja, und wie jeder weiß, kann das immer etwas länger dauern, je nachdem, wer einem gegenüber sitzt. Aber ansonsten schaffen wir in der Regel tatsächlich auch in einem Monat tatsächlich die Data Analytics und dann die Übergabe stattfinden zu lassen. Und das ist sehr wichtig, denn dadurch gewinnt man schnell Daten und auch schnell Erkenntnis. Das überhaupt leisten zu können, haben wir eine Vielzahl von Werkzeugen gebaut, Prozesse etabliert, Systeme zusammengeschaltet, was man hier in diesem und auch, man sieht so ein bisschen Rahmenvertrag auch, ja, die wir hier einsetzen. Und zwar insbesondere in der Vorbereitungsphase. Die reine Analyse ist tatsächlich nur ein eher kleinerer Teil, ja, vielleicht 10%. Von der Gesamtzeit, wenn man das mal in Ingenieursstunden umsetzen will oder in Forscherstunden. Ja? Der größere Teil geht tatsächlich die Vorbereitung und die Verwertung. Ja? Und auch da können natürlich entsprechende Informatikwerkzeuge sehr nützliche Dienste leisten, insbesondere auch natürlich KI-getriebene. Ja? Wenn ich ein Data Cleaning mache, dann sind KI-Methoden wunderbar, um sowas effizient durchzuführen. Aber dafür braucht man eben auch Werkzeuge. Das ist etwas, woran wir forschen. Ein paar Erkenntnisse ganz zum Schluss. Die ersten haben schon den Weckruf, dass ich aufhören muss. Zeit ist der kritische Faktor, wenn wir Industrieprojekte durchführen. Wir machen ganz viel auch mit kleinen, mittleren Unternehmen und für die ist Zeit ein ganz wichtiger Faktor. Die Projektzeit, die Zeit im Prozess, Zeit bis zum Markteintritt, der natürlich bei einem Forschungsprojekt noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt. Aber das sind alles Dinge, die massiv beachtet werden müssen. Wenn man das nicht tut, dann können wir hier keine Wirkung erzeugen einfach in der Industrie. Das heißt, wir brauchen Systeme, die das auch tatsächlich berücksichtigen. Denn die allerwichtigste Zeit übrigens, die bei allen Unternehmen unglaublich knapp ist, ist die Ingenieurszeit. Ja, das heißt, die Zeit, die mir jemand aus einem Unternehmen, der erfahren ist und theoretisch auch wahrscheinlich die Analytics, wenn er Zeit genug hätte, selber durchführen könnte, wenn er sich ein bisschen einarbeiten würde, diese Zeit von so jemand, die ist extrem limitiert. Und der Ansatz, den man sozusagen fahren muss und die Methoden, die man einsetzen müssen, müssen darauf ausgelegt sein, dessen Zeit zu minimieren. Ansonsten findet das Projekt einfach nicht statt. Oder diese Innovation, diese Forschung findet dann einfach nicht statt. Weil es nicht geht. Nicht, weil der das nicht will oder so, sondern weil das einfach die Rahmenbedingungen sind. Das heißt, alles, was diese Zeit limitiert, das sind interessante Werkzeuge für uns. Funktionalität ist wichtig, klar, wir wollen was erkennen, wann fällt die Maschine demnächst aus, ja, machen wir eine schöne Prädiktion oder sowas. Das ist alles ganz nett. Noch wichtiger ist, dass wir Erkenntnisse haben, das kam vorhin schon. Ja, wir brauchen das Wissen daraus. Die Systeme, die ein Modell ableiten können, was deutlich mehr beinhaltet, als dass man weiß, wann die Maschine ausfällt demnächst, ja, basierend auf irgendeinem CNN, wo man nicht durchblickt. Das ist das Entscheidende. Dieses Wissen raus zu extrahieren, also alle Methoden, Mining-Methoden, die das können, ja, oder das nachträglich aus dem Gelernten nochmal raus extrahieren können, die sind interessant für die Industrie.
und auch immer noch ein interessantes Forschungsfeld. Ja. Das Einbinden in die aktuellen Ökosysteme der Unternehmen ist natürlich unabdingbar. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, dann kann man nur die Erkenntnisse transportieren, aber man hat vielleicht nicht die Auswirkung, die man gerne hätte. Und die Daten sind natürlich entscheidend für den Erfolg. Das heißt, ein kleines bisschen mehr Daten hilft viel mehr wie der allerbeste Algorithmus, den ich mir in vielen Wochen ausdenken kann. Ja, das ist zum Teil bittere Erkenntnis, ja, weil die Daten müssen dann einfach auch da sein, ja. Aber die müssen wir unbedingt beherzigen. Insofern ist es ganz wichtig, dass das Daten irgendwie, hoffe ich doch, im BMBF auch zentral bleibt, auch wenn die Ausschreibungen jetzt mehr in Richtung künstlicher Intelligenz gehen. Denn entscheidend ist, dass wir das nachher auch testen können auf realen Daten, ja, die da sind, damit wir auch wirklich dann tatsächlich, wir können in viele Dimensionen forschen, ja, kein Problem für uns, ja, den Rest von unserem Leben mit Grundlagenforschung zu verbringen. Aber wenn wir auch den Impact erzeugen wollen, dann brauchen wir das. Genau. Ich habe auch noch ein paar Ergebnisse. Wir haben natürlich die Welt gerettet, so wie jeder von uns, jeder hier im Raum, ja. Firmen von den Ruinen bewahrt, in einem Fall wahrscheinlich tatsächlich, oder auch mal Firmen verholfen in einem subsequenten Industrieprojekt, dann jedes Jahr viele Euro, wahrscheinlich viele Millionen Euro zu sparen. Das sind Dinge, die man erreichen kann mit Big Data. Ich glaube, das ist aber sozusagen Standard. Natürlich haben wir auch viel publiziert und so weiter, aber ich erspare Ihnen das jetzt. Sage danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch Fragen haben, wir stehen draußen oder Sie gehen auf die Website oder schicken mir eine E-Mail. Dankeschön.